Es war schon immer klar, dass der Neffe nicht nur Marken beschaffte wegen der schönen Augen des Onkels, der ihn großgezogen hatte. Es kam die Stunde der Gegenleistung. Auf dem Mond, Herr Sousa? Im leeren Laden lehnte der Barbier an der Tür. Zu dieser Stunde nachmittags sind nie Kunden da. Der kleine Plattenspieler in der Ecke spielte Tangos. Seit ich hierher gezogen bin, hörte der Barbier Tangos und Boleros ohne Unterlass. Stapel von alten, verkratzten Langspielplatten. Archaische Singles, verstaubt auf einem Haufen. Ich fahre mir mit der Hand übers Gesicht. Mein Gott, seit wie vielen Tagen habe ich mich schon nicht mehr rasiert. Wenn Adelaide mich sähe, würde sie einen Schreck bekommen. Wo ist sie nur? Ich habe nicht bei ihren Eltern angerufen. Ist sie verreist oder hat sie mich verlassen? Schon möglich. Warum habe ich den Zettel nicht gelesen? Es kam mir selbst merkwürdig vor, ich war doch sonst nicht so. Schließlich hat sie keine Schuld. Benutzen Sie Wasser oder aufgearbeiteten Urin? Glauben Sie etwa, ich rasiere Sie mit aufgearbeitetem Urin? Sie kennen mich doch. Nein, ich kenne niemanden. Große Ventilatoren, wie sie in den amerikanischen Filmen, die in der Karibik spielen, vorkamen, drehen sich sinnlos. Keine Luft, die bewegt werden könnte. Es ist stickig beim Barbier. Der Korridor ist noch erträglich, obwohl der Boden schwarz ist. Niemand kann gegen den ewigen Staub, den grauen Staub an. Heute brach der Tag ohne Nebel an. Klarer Himmel, höllische Sonne. Ich werde Ihnen ein frisches Handtuch umlegen. Hey, was wird mich das kosten? Ich dachte, Herr Sousa, Sie haben doch einen Neffen, der Hauptmann ist, nicht wahr? Ja. Also ich habe im Haus gehört, dass er gewisse Dinge erleichtert. Was denn? Hier hat jemand, ich sage nicht wer, schon Wassermarken gekauft. Wer weiß? Davon weiß ich nichts. Ich möchte nicht gern mit ihm darüber sprechen. Brauchen Sie auch nicht. Sagen Sie nur, dass der Barbier gern mal mit ihm reden möchte. Dann kommt er. Sicher? Ganz sicher. Mein Geschäft wird Ihren Neffen interessieren. Sprechen Sie mit ihm. Gut, ich weiß nur nicht, wann ich ihn sehen werde. Er taucht nur ab und zu auf. Er ist oben. Er ist vor einer halben Stunde hier vorbeigekommen. Rasieren Sie mich schnell zu Ende. Wie viel macht das? Dort steht er. Lächelnd, schmierig, listige Augen. Schwarzer Schnurrbart, wie ein Bolero-Sänger. Er trinkt gerade ein Bier aus der Dose. Er umarmt mich gleich, als ich hereinkomme. Es gibt Menschen, die man einfach nicht mag. Man sieht sie und mag sie nicht. Sie haben einem nie etwas getan, aber es ist eine spontane Antipathie. Setz dich, Onkel. Ich bin gekommen, um dir ein Geschäft vorzuschlagen. Ich weiß, dass du sofort Nein sagen wirst, aber hör erst mal zu. Wir müssen eine gute Tat tun. Eine gute Tat? Du? Wie denn das? Aber Onkel, ich bin nicht so schlecht. Nur weil du das neue Heer hast, brauchst du mich nicht gleich einzubeziehen. Ich habe nicht einmal etwas am neuen Heer auszusetzen, aber diese Organisation, die ihr da unterhaltet, die Zivilitäre, die kann ich nicht ausstehen. Hör auf, Onkel, wir haben nichts mit den Zivilitären zu tun, das ist ungerecht. Willst du mir etwas vormachen? Onkel, die Zivilitäre kommen vom harten Flügel, der nicht mit den Neuerungen im Heer einverstanden war. Dieser Flügel hat sich mit den Radikalen zusammengetan, die nicht mit der Öffnung des Systems einverstanden waren. Also haben sie ihre eigene Organisation gebildet, die das System duldet. Nun hör mal her, Onkel, ich bin nicht gekommen, um über Politik zu diskutieren. Ich habe es eilig. Du musst mir einen Gefallen tun. Mal sehen. Ich wollte es nicht sagen, Onkel, wirklich nicht. Aber wenn du Marken brauchst, bringe ich sie dir. Ich bringe sie immer. Ich habe nie etwas gesagt. Und ich habe sie gern gebracht, um jetzt eine Gegenleistung zu verlangen. Ja, spuck nur in das Glas Wasser, das ich dir verschafft habe. Na los doch! Wir gehen in die Küche.
Dort sitzen drei Leute und trinken Bier. Der Tisch ist voller Dosen, Pakete, Supermarkttüten. Männer um die 30. Ich kann nicht sagen, ob sie brünett sind, denn sie haben Glatzen. Kein einziges Haar, keine Augenbrauen. Wie die Menschen, die von Tag zu Tag häufig auf der Straße zu sehen sind. Ich muss sie hier lassen, Onkel. Glaubst du, dass die Tante etwas dagegen hat? Sie ist nicht da. Sie wird einige Zeit wegbleiben. Nur für ein paar Tage. Wir haben Essen mitgebracht. Später kommt mehr. Sie haben Wassermarken. Du brauchst nichts auszugeben. Gar nichts. Wir kommen schon zurecht. Keine Sorge. Ach übrigens, der Barbier unten will mit dir sprechen. Er will dir etwas vorschlagen. Ich glaube, du wirst darauf eingehen. Die Fenster sind geschlossen. Insekten surren herum. Ich sehe an die Decke braune Flecken. Die Tierchen leben in Gruppen zusammen. Ich hole die Dose, sprühe. Sie bleiben an ihrem Platz. Ich habe den Eindruck, dass sie sich über das kühle Bad, das ich ihnen gegönnt habe, freuen. Ich sprühe noch einmal. Nichts. Sie rühren sich nicht.